rieche praktisch schon die Füße der Stars. Er ist der Weg und gleichzeitig das Ziel. Der rote Teppich, der Olymp im Filmbusiness, seit jeher. Doch Sinn und Zweck der ganzen Sache sind nach wie vor unklar. Es gibt wohl kaum einen Gebrauchsgegenstand, dessen Heroisierung derartige Ausmaße angenommen hat. Boah, 23 Meter und 57 Zentimeter. Wahnsinn. Und der geht noch weiter, ne? Auch das Münchner Filmfest ist der kultischen Verklärung des überdimensionalen Fußabtreters verfallen. Ein Wahn mit vielen Füßen. Aber es ist schon ziemlich dämlich, einfach da lang zu laufen und ohne Sinn und Zweck eigentlich. Es hat ja einen Sinn. Die Leute wollen einen ja fotografieren, besonders die großen Schauspieler, und wollen ihre Fans ja dann auch in den Zeitungen sehen. Und das ist Teil einfach des Commitments. Commitment hin, Commitment her. So richtig konkret ist das nicht. Was ist die Aufgabe der Medien? Ja, wir wollen natürlich alles ungeschönt zeigen, wie es ist, objektiv betrachten, ob alles richtig gemacht wurde, und der ganzen Welt zeigen, dass München eine Reise wert ist. Dabei schärfen die Anwesenden alle Sinne, um nicht in der Reizüberflutung unterzugehen. Rechts zu mir, einmal zu mir nach rechts. Ein Kampf unter schwersten Bedingungen, doch wofür? Ja, wo liegt jetzt der Sinn daran, einfach über den Teppich zu laufen? Ist ja eigentlich nichts weiter dabei, aber das Interesse ist riesig. Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, die Sie mir da stellen. Das Interesse, das ist so Glamour. Ein bisschen eindrehen, ein bisschen eindrehen. Ja, ja, nein, bleib bei mir bitte. Und jetzt nochmal daneben. Heute München, roter Teppich. Sind Sie stolz, dabei zu sein? Nö, ist ein Job wie jeder andere. Warum? Für die Stars ist das ja schon scheinbar ganz toll. Aber ich bin keiner. Können Sie nicht die Aura irgendwie spüren so? Nö. Ich fühle mich einfach nur schwitzig. Es ist einfach nur scheißen warm. Das ist das Einzige, was ich fühle. Was für ein zwiespältiger Teppich. Die einen bringt er zum Schwitzen, die anderen heben einfach ab. Der schöne Schein jedenfalls bleibt gewahrt. So, können wir ganz kurz. Roter Teppich hier in München. Wie wichtig ist Ihnen der rote Teppich im Allgemeinen? Ja, mir ist er gar nicht wichtig, aber ich komme ja nicht in das Kino, ohne darüber zu laufen. Welch widersinniger Mythos. Ich finde, der rote Teppich ist ein Ausdruck von Freude. Okay. Ja. Wie sinnvoll ist das, immer drüber zu laufen? Ach, das ist überhaupt nicht sinnvoll, aber es ist eine Form des Showbusiness. Der Teppich ist dreckig geworden. Die Show ist vorbei. Sinn und Zweck nach wie vor unklar.